Immer diese Ausreden hier. So, setzt du dich jetzt gerade hin? Jetzt setze ich mich gerade hin, ja. Es tut weh im Rücken. Ich wollte mich gerade richtig gerade hinsetzen, aber es tat ein bisschen weh. Also ein bisschen tut es noch weh, ja. Aber nur wenn ich gerade sitze. Jetzt versuch mal deine Schulter noch mal ein Stück weiter nach hinten zu ziehen. Ohne dass dein Arm da was macht. Oh, du schiebst mich nach vorne. Und hier bleibst du, Eva. Hier bleiben. Jawohl. Pass auf, such deine Mitte. Ja. Und ich nehme meine Knie dann weg. Oh, ja. Und du bleibst hier aber. Und such sie dir. Los. Ja. Scheiße, ey. Warum ist denn hier vor mir kein Griff? Bauchmuskeln. Ja. Hopp. Oh, ein bisschen, ja, danke. Oh, ey, nee. Also, Anna, ja. In der Pause ist echt zu wenig. Meinst du? So. Warte, ich hab mich noch nicht so richtig. Sag mir, was ich machen soll. Dich gerade hinsetzen. Kann ich mich hier festhalten? Ja. Oder an der Bank geht auch. Weil ich glaube, wenn du dich vorne festhältst, kommst du nicht in die Aufrichtung. Dann komme ich auch an der Bank auch nicht. Klar, da bist du mit dem Arm weiter hinten. Jawohl. Wusste ich's doch. Hör mal auf zu wackeln, bitte. Das ist Therapie. Ja. Oh, schön. Ja, jetzt setzt du dich da fest, genau. Und dann findest du mal deine Mitte. Ja, du wackelst nicht so viel. Naja, doch, gleich geht's. Das höre ich zur Sache. So. Bist du bereit? Ich möchte bitte, dass du jetzt deine rechte Hand auf deinen Schoß nimmst. Ah. Ja. Und deine rechte Hand arbeitet nicht. Ja. Am besten legst du die auf den Kopf. Na toll. Wisst ihr, wie scheiße das aussieht? Aber so hältst du dich wenigstens nicht fest. Ich halte mich jetzt so auch nicht fest. Ich versuch's nicht. So, hätte ich die jetzt auf den Kopf, wäre ich nicht geflogen. Nee, hast du nicht. Das ist nur die Angst wieder in deinem Kopf. Weil dir das nicht zutraust. Das hier machen wir schon mal. Danke. Und? Bist du jetzt nach hinten gefallen? Nein, du hast aber nicht so dolle geschupft. Na, das kommt noch. Ja, siehst du? Siehst du? Das hättest du jetzt nicht gedacht, dass du das hältst. Ich bin ja noch nicht vorne, ich habe ja noch nicht meine Mitte. Dann suchst du dir. Ja, suche ich ja gerade. Oh, ey, das ist mal gut, dass ich die Jacke ausgezogen habe. Das ist anstrengend für dich, aber so soll das auch sein. Haare schick machen. Ich glaube, du würdest das schaffen. Ja, wenn ich nach hinten falle, das schaffe ich ja. Du fällst nicht nach hinten, weil guck mal, ich bin ja da. Ich bin ja aufmerksam. Nochmal. Ja, warte. Das sieht scheiße aus in der Kamera. Ist egal. Und zieh dich zu mir. Los, das schaffst du. Jawohl. Ja,
Anne Junge. Das. Anne Junge. Los, einmal noch. Ja, wir machen. Wir machen. Danke, dass du mich ein Stück nach vorne schiebst. Ja, darum mache ich das auch. Danke. Für dich. Damit wir jetzt mehr nach hinten gehen können. Und zieh dich. Jawohl. Und zieh dich. Vor. Schubsen so ein bisschen schubsen. Vorziehen. Ey, nee. Das ist. Alles gut. Wir machen kurze Pause. Ja. Wenn wir das wieder regelmäßiger machen, dann habe ich bestimmt auch mehr Kraft in der Bauchmuskulatur. Ja. Das hatten wir ja mal gesehen, dass das eigentlich relativ schnell bei mir geht. Ja. Liege und dann Stehtisch. Ja, das war das immer mal machen. Na, abwechselnd. Ein Tag so, ein Tag so. Ja, richtig. Mhm. Und ab Januar habe ich ja dann dreimal. Ja, und dann einmal noch Lymphdrainage. Naja, darum habe ich ja dreimal gemacht. Mhm. Das war einmal Stehtisch, einmal Liege und einmal Drainage. Ja. Sehr gut. So. Oh, das geht so noch nicht. Ja, dann geht das bei mir jetzt aber auch nicht. Was unter, doch, Unterarmstütz, hier zu mir. Okay. Doch, warte, ich, du ziehst mich ja schon. Ja, das will ich auch. Wir gehen hier zu dieser Seite. Der Arm bleibt ganz easy, geschmeidig. Ich hab dich hier. Vertrau mir, alles ist gut. Es passiert nichts. Versuch dich mal wieder zur Mitte zu ziehen. Sehr gut. Und gleich nochmal hinterher, ohne Pause. Und zieh dich wieder zurück. Sehr gut. Und nochmal. Zu mir. Und zieh dich wieder zurück. Los. Zieh dich. Zieh dich. Ja, Pause. Sehr gut gemacht. Jo. Weiter. Jetzt machen wir richtig den Unterarmstütz. Ganz langsam, ganz langsam. Es passiert nichts. Sehr schön. Und halte dich hier. Halte dich hier. Ja, die rechte Hand kann ruhig ein bisschen mit. Was hast du für ein Gefühl von deiner Schulter? Knackt die im Moment weg oder geht noch? Noch geht's. Ja. Ich habe so das Gefühl, dass ich mit der Oberschenkel wegrutsche. Aber das kann ja eigentlich auch nicht sein, ne? Nee. Nee, da sitzt du. Dann ist das wahrscheinlich wieder, weil es ungewohnt ist. Ja. Weil es lange nicht gemacht wird. Wir bleiben noch hier. Kannst du noch? So zumutig hier. Es ist erstmal ein bisschen angenehmer. Ja? Deine Schulter arbeitet schon. Okay, und wir ziehen uns wieder hoch. Das kriege ich nicht hin. Warte. Du musst doch ewig blaue Flecke an deinen Oberschenkeln haben, oder? Vom Kneifen? Naja, nicht vom Kneifen. Vom Stoßen. Aber also ich habe hier wirklich einen ganz großen blauen Fleck und an den Knie verteilt sich das wegen Aufsetzen und Hinstehen. Hinstellen. So, Gloria. Jetzt hat sie hier wieder, jetzt habe ich die Kontrolle an ihrer Kontrollseite. Das wird jetzt auf jeden Fall schwieriger. Her damit. Deswegen übernehme ich die Kontrolle. Entspann dich mal. Ja. Flippe locker. Ja, das ist ungewohnt. Ja, ich weiß. Das ist das, was ich kontrollieren kann. Entspann dich. Es kann dir nichts passieren, da musst du immer denken.
Außer, dass du auf den Boden rutscht. Na schön. Und zieh dich wieder zurück. Zieh dich. Ziehen. Zieh dich. Los, nochmal. Los. Jawohl. Was machst du denn hier mit deinem Arm? Ja, das... Bitte. Ja, gleich. Alte Faust, geht dir zu. Und was sagst du jetzt? Ist es leichter oder schwerer? Also rechts ist nicht leicht. Nee. Naja, weil das, wie gesagt, die Seite ist, wo du noch kontrollieren kannst, ja? Mhm. Und in dem Moment musst du die Kontrolle abgeben und musst dich auf mich verlassen, sozusagen. Mhm. Ja, aber wie gesagt, ich, ja, ich vertraue dir ja eigentlich, ja. Naja, ist aber schon schwierig, ich kann mir das schon vorstellen. Mhm. Aber ich, vielleicht hilft es dir, wenn du dir sagst, was soll jetzt gerade passieren, also runterrutschen kannst du nicht. Das hast du eben gesagt. Ja, das war ein Spaß. Aber mehr als nach hinten fallen, glaube ich, kann jetzt hier nicht passieren. Mhm. Und du weißt doch, ich bin eine Muskelute. Ja, das stimmt. Du hast mich ja auch schon mal... Werde ich nie vergessen. Ja. Schwupp war auch hier an einem Baum. Ja, ja. Wollte ich dir was Gutes tun. So, und jetzt hochziehen, ohne dass dein Arm hier Samba macht. Na los. Hopp. 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 Zieh dich. Ich habe ja sonst schlechtes Gewissen. Ich habe überhaupt. Lass mich merken. Schön. Oh, da kann ich noch nicht sehen. Nee. Boah, mir völlig meine Patienten. Ich bin drin. Nach mir die Sinnflut hat gedacht. Ich war da an nichts nachgedacht. Und Frau Stichner, was ist nun bloß? Ich, das ist mir noch nie passiert, dass ich nicht mal ins Büro gucke. Hm. Schön sein. Oh, so. Ja. Wollen wir der Nancy mal zeigen, was wir machen? Hm. Guckst du mich schon los an? Ich guck immer komisch jetzt in der Nee, das ist dein Kopftuch. So. Willst du das haben? Nee, ich kann mir selber hier ins Kufen. Das ist schon nicht mehr schön, wenn die Punkte sind schon fast weg. Ja, stimmt, jetzt sehe ich es. Jetzt, wo wir meine Punkte auch nachlassen. Jetzt auch meine Punkte. So, was ist denn jetzt hier los? Ich habe keine Zeit, ich habe Feierabend. Gleich. Nicht so schnell. Du sollst das nicht immer so machen. Es geht, als dass sie jetzt nach vorne kurz übergibt? Ja, würde nicht passieren. Warum? Bei Eva. Nee, die wollen nach hinten. Ja. Nur nach hinten. Und lass locker hier. Eben haben wir das schöner gemacht. Und halten. Und jetzt zieh dich. Zieh dich. Und nochmal. Und nochmal. Boah, Eva. Schöne Grüße an morgen. Und meine noch mal. Güte. Und noch ein bisschen. Jetzt hast du Simon gerade alle? Wieder Muskelkater. Aber ohne Ende. Und der ist nicht schön, das verrate ich jetzt schon, dass der nicht schön ist. Am Montag schon ich gehabt. Hatte am Mond, im Mond, Montagnacht hat mich der Muskelkater wach gemacht. So, ich muss jetzt arbeiten. Ich muss mit aller Waffe. Rückenmuskulatur. Kannst du kurz herkommen? Kann Eva alleine sitzen? Kann Eva, ja. Ja, wenn ich mit Eva habe, ja. Such die kurz. Dauert nicht lange. Mal ein bisschen noch bitte. Ja, so, jetzt kannst du abhauen. Kurz. Oh, ich hab mich ja. Ja, auch. Tschüss, Eva. Tschüss. Und jetzt müssen wir noch einmal den Stütz machen. Ja. Den haben wir ja noch nicht. Okay. Langsam. Kannst du mal bitte meine linke Hand so ein bisschen mit rubbeln? Natürlich, danke. Und jetzt darfst du einmal in die Kamera lächeln. Das war ein schönes Foto. Ja. Tschüss. Tschüss. Die Decke hoch. Boah. Und die Nummer. So. Ne, wir bleiben noch. Okay. Ich finde, du machst dich hier gut. Im Stütz. Hm. Und das hier. Wir winksten. Ausgleich. Ach so. Du suchst dein inneres Ich. Ich bereite mich schon mal seelisch und moralisch drauf vor, auf dem Rückweg. Wieder hier hochzukommen. Ich überlege jetzt die ganze Zeit, wie ich es mache. Na los, ich helfe dir. Oh. Eva, Scheiße!
So, das war wohl so nicht. So viel dazu. Ich halte dich. Ich halte dich. Ich habe dich gerettet. Ich muss noch nach vorne nehmen, weil ich. Soll ich dich nochmal drücken? Ja, drück mich mal. Wenigstens innerer wieder. Warte, aber nicht so weit nach, nach links ein bisschen rüber. Oh. Geht? Ja. Ich glaube, jetzt habe ich Farbe im Gesicht gekriegt. Nicht nur im Gesicht, guck mal deine Hände an. Ah. Die auch. Oh, meine Brust liegt frei. Das ist ja nichts Neues. Das kennst du ja immer. Ja. Das mit der Brust. Warum gucken die mich alle so komisch an? Das war wie ein Weichen am 10 oder so. Eva? Ja. Du bist noch nicht ganz angekommen hier. Warte. Nee, ich versuche ja auch noch ein bisschen was rauszukriegen hier. Aber die Spastik ist gerade wieder, weil sie sich so erschüttert hat. Nee, warte. Wollen wir dich kurz nach hinten packen? Langsam. Ja, und dann wieder hoch? Na, das machen wir sowieso noch. Ah, dann kannst du mich auch gleich nach hinten lassen. Das würde ich schon. Dann kann ich meine Brust packen. Baumel, Baumel. Was mache ich? Da gucken die mich so an. Oh, meine Schwester stand neben mir und hat sich eins abgedacht, Junge. So, schönen Dank auch. Warum sage ich, das kennst du doch mit der Brust. Ja, aber damals war so noch ein bisschen kleiner als heute. Und vielleicht auch ein bisschen straffer. So, Gloria. Ja, nimmst du meine Hände? Natürlich. Und ich möchte jetzt das Kind einrollen zum Brustbein. Und hoch. Warte. Ja. Jawohl, so machen wir's. Los, zieh dich. Und nochmal. Ja, und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Oh, ey, los, komm. Das schaffst du. Lass den mal locker. Mach den mal lang. Jawohl. Und nochmal. Und jetzt machen wir den mal lang. Den Arm. Den machen wir gleich lang. Den machen wir jetzt lang. Oh, ich bin noch kurz. Genau. Sehr schön. Und jetzt mit einer Hand nach hinten. Nee, ich sitze noch gar nicht richtig, Mensch. Wo willst du denn, was du machst? Na, nach hinten. Bauchmuskulatur. Ach so, mit einer Hand nach. Mit einer Hand. Kinn bleibt eingerollt. Und wehe, dein Arm beugt sich. Oh, Scheiße. Ja, du machst es gut. Sehr schön. Los, weiter. Du fällst nicht. Du leicht wie eine Feder. Ja. Sehr schön, Gloria. Oh, prima. Macht mich fertig. Ja, toll, jetzt ist die Spastik drin. Die geht doch wieder raus. Komm, mach dir die raus. Siehst du, die waren nur rechts. Gerade. So, ich hätte gern rechts. Und wehe, der Arm beugt sich. Kinn ist am Brustbein und Attacke. Das ist geil. Was ist los? Oh, ey, Schwitze. Das tut mir schlimm. Tut mir leid. Arm lang lassen. Ja, doch. Zieh dich. Los, hopp. 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 Das schaffst du. Und noch ein Stück. Jawohl, sehr gut. Und noch ein bisschen. Und noch ein bisschen. Komm, das schaffst du. Arm locker lassen. Nur Rumpf. Los, komm. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Los, das schaffst du noch, den letzten Rest. Ja, ich lasse dich trotzdem nicht los. Brauchst du auch nicht. Guck mal, lass mal hier, ich hab dich. Ein bisschen schief sitze ich, ja? Ja gut. Geht's so? Ja, ich denke, stetisch wäre auch nicht einfach gewesen. Hast du dich? Nee. Willst du deine Hand runternehmen? Ich muss sie mit der rechten Seite noch ein bisschen. Ich halte mich hier fest. Nicht runterlassen. Was hat sie vor? Ah, es ist.
Also Anne, das müssen wir wirklich so machen, dass wir das abwechselnd machen. Ja. Weil diese Probleme, ja, die hatte ich ja damals nicht so wirklich. Nee, das stimmt. Deine Mitte so zu finden, ja. Mhm. Aber jetzt hast du sie. Und das nächste Mal bringst du bitte eine Spange mit. Ich wollte gerade sagen, ist ja, nächste Woche nehme ich eine Spange mit. Willst du einen Schluck trinken? Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das hinkriege. Das kriegst du hin. Ich helfe dir. Ich halte dich. Aber einen Schluck trinken wäre, glaube ich, mal ganz gut. Davor durchstehe ich lieber, wa? Nee. Warte. Ich halte dich fest. Kannst ruhig. Nicht gemein sein. Nein. Ich sitze immer bei Lidl in Kurven. Weißt du? Überall mal. Das ist Lidl hier. Ja, aber überall gehe ich mal einkaufen. So, Gloria, einmal noch, dann Harald. Wie viele Minuten haben wir noch? 5. Das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Aber jetzt zum Beispiel sitzt du besser. Jo. Los, ab. Einrollen, ganz langsam. Mensch, was hast du denn durch so ein reizendes Oberteil angezogen? Oh, der Blick. Kim. Und wehe, du plumpst. Und wehe, du beugst deinen Arm. Ja, leicht wie eine Feder. Leicht wie eine Feder. Jawohl. Da kann man mal nicht ab, wenn das nicht richtig sitzt. Naja, dann heißt das, naja, ich mache an unanständige Videos. Genau, bei der Physiotherapie. Genau. Mhm. Das machen wir ja hier auch so. Warte. Ja. Ich warte. Atme am besten aus, wenn du hochkommst. Und dein Kinn schön zum Brustbein. Boah. Oh, jetzt ist aber schwindelig. Was war das gerade? Ich musste nicht viel machen eben. Du hast jetzt das Ausatmen. Ja, das hat auch richtig gut geklappt jetzt mit dem Ausatmen. Ja, und jetzt ist aber mein linker Arm so irgendwie scheiße hier. So. Der faustet. Warte, wieder festhalten. Ich muss wieder. Nein, ich muss da so rüber. Oh, ey, Anne. Los, wir sind noch nicht am Ende. Du musst noch arbeiten. Ja, das. Kannst du mir die Hand mal wieder so geben wie beim Ofen? Ja. Also manchmal verfluchst du mich, ja? Manchmal? Komm her. Halt, geh nochmal fest bei mir. Ich würde dich nochmal vor. Gut. Geht so? Ja. Sehr gut. Ja.